Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy Crisis Core und wir machen heute die Trophäe Bingo in Kapitel 4 und da müsst ihr einmal hier zu den kleinen Knirps gehen. Und ja Leute, lasst gerne mal ein Däumchen hoch da oder auch ein Abo, wenn ich euch helfen konnte bei diesem Video. Und das ist eigentlich relativ simpel, der kleine Junge hat so ein Spiel erfunden, in dem wir quasi raten müssen, wie viele Kinder demnächst vorbeilaufen. Also das ist so eine Art Ratespiel. Und das ist eigentlich relativ einfach. Also es ist so, dass wir hier erstmal Gil bezahlen müssen, um an dem Spiel entsprechend teilzunehmen. Und das ist so, dass der kleine Knirps uns dann sagt, dass er entsprechend mit diesem Spiel quasi uns sagen möchte, welche Kinder da vorbeilaufen. Um das Ganze jetzt euch mal zu erklären überhaupt. Es ist so, dass immer wieder Kinder vorbeilaufen und ihr dann raten müsst vorher, wie viele Kinder das sind. Und ihr müsst 80 Gil bezahlen, um an diesem Spiel teilzunehmen. Dann wird Aeris gefragt, wie viel sie denkt, dass dort Kinder vorbeilaufen. Sie sagt dann zwei Zahlen, meistens sowas zwischen 1 und 3. Und dann fragt er, soll ich dir auch noch eine Zahl sagen? Ja, dann sagt er auch noch eine Zahl und er sagt dann meistens vier Zahlen, 1, 2, 3, 4 oder sowas. Und die Zahlen, die Aeris und er gleich sagen, das ist die Lösung. Also wenn Aeris bei ihrer Vermutung 3 sagt und der kleine Knirps, der Junge, sagt irgendwie auch 3, dann ist das entsprechend die richtige Zahl. Also, ist also so, wir gehen dahin, raten die Zahlen und bekommen dann entsprechend die Trophäe, wenn wir die Zahl richtig geraten haben. Aeris sagt jetzt hier also zum Beispiel, die Zahl wäre 3 oder 1. Er sagt, es ist 1, 2 oder 3. Die erste Zahl, die zusammenpasst, also in dem Falle die 1, die ist es auch. Wir nehmen also die 1, wählen die aus und haben entsprechend die Lösung. Sollte Aeris jetzt zum Beispiel 4 oder 6 sagen und der Typ sagt 4, 5 und 7, dann ist es die 4, weil beide ja 4 gesagt haben. Also so funktioniert das in dem Prinzip. Ist ein bisschen blöd zu erklären, aber ist eigentlich relativ simpel. Also immer die zwei gleichen Zahlen, die die beide benennen. Ja, Freunde, und das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr das richtig gelöst habt, das Rätsel, bekommt ihr die Trophäe Bingo. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann, macht's gut, adios und ciao, ciao.